So, heute ist wieder mal Zeit, nämlich Schwammerlzeit ist da. Und was machen wir jetzt da? Neulegend, ein Schwammerlgulasch. Wir fangen an, was mit der Soße. Ja, es ist oft so, dass beim Schwammerlgulasch die Fehler schon am Anfang passieren. Sei es die Soße oder sei es die Behandlung der Schwammerl. Wir wissen ja, Eierschwammerl hat bis zu 80% Wasseranteil. Und das Wasser, das müssen wir mal rausbringen. Und wie das geht? Das zeige ich euch nach dem Ansetzen der Soße. Für die Soße brauchen wir da nur ein bisschen Zwiebel. Frischen roten Paprika nehmen wir mal her. Schneiden da die Kerne raus. Ja. Schau her. Zack, zack. Schön rausschneiden. Alles gewaschen natürlich. Dann schneiden wir drüber. Alles grob zusammenschneiden, weil wir machen da den Ansatz für diese Paprikasoße. Das wird so sämig. Unglaublich. Das wird einen Spaß haben. Nicht nur beim Nachkochen, hoffentlich auch beim Essen. Was nicht fallen darf beim Gulasch, ist natürlich der Knoblauch. Den haben wir uns schon vorgestellt. Den schneiden wir uns zusammen. Brauchen ein bisschen Hitze. Jetzt lassen wir das angehen. Eine Zwiebel angehen lassen. Zwiebel gibt uns da die nötige Süße rein. Und in die Soße auch die Bindung. Ja. Lassen wir da schön angehen. Dann ein bisschen zurück, da ist es schneller. Und jetzt kommt ganz ein wichtiger Punkt für euch daheim. Wir haben da mit 6 ganz kleine Eierschwammerl. Ich sage immer, die kleinen, das sind die besten. Haben auch natürlich noch etwas weniger Wasseranteil und schmecken gut und sind dann im Gulasch drinnen noch, haben sie ein bisschen einen Biss. Ja? Das soll nicht so eine lätschelte Sache sein. Jetzt haben wir da Hitze. Da brauchen wir Hitze. Und jetzt nur so in die Pfanne reingeben. Trocken, ja. Trocken in die Pfanne. Und jetzt werden wir es dann sehen. Bleibst du da drauf. Jetzt gehen wir da mit einer Prise Salz drüber. Und jetzt sieht man dann, wie das Wasser rauskommt. Und so muss man die Schwammerl immer behandeln. Alles mit der Ruhe. Ohne Öl, ohne alles. Jetzt wird es dann gleich da drin anfangen zum Schwimmen. Da die Soße läuft nebenbei. Das lassen wir da alles angehen. Zwiebel schön langsam angehen lassen. In weiterer Folge brauchen wir da ein bisschen Tomatenmark. Mit dem Wauk machen wir noch. Jetzt fangen sie glänzen an. Schwingt es dann raus, ja. Ein bisschen Salz noch drüber. Und dann fangen sie an. Ein bisschen zupfen. Schön trocknen lassen, ja. Da haben wir das. Schau, jetzt kann man da schon dazugeben. Das Tomatenmark. Nicht zu viel, ja, weil zu viel Säure nimmt uns dann auch den Geschmack, den Eigengeschmack der Eierschwammerl. Da, schaut, wie das dampft. Das kommt natürlich jetzt auf den Herd daheim an, ja. Umso schwächer der Herd, umso mehr, schau, da kommt das Wasser, der Glanz, das ist Wasser. Ah, da sieht man es drinnen. Und das muss weg. Da Tomatenmark und in weiterer Folge da mal das Essigflascherl her, das kleine. Der wichtigste Punkt beim Schwammerlgulasch ist das da. Weil sonst hat man immer so ein wässriges Schwammerlgulasch. Genau so hat es gemacht. Da, wenn man da reinschaut, jetzt schwimmen sie. Jetzt ist genau das. Trocken dünsten. Nicht zu lang. Da spart man sich auch das Blanchieren, heißt das Abkochen der Schwammerl. Das braucht man nicht. Und dann kommen die da rein. In den Durchschlag rein, ja. Lassen wir es ein bisschen abbrennen. Währenddessen gehen wir weiter zur Soße. Haben wir das jetzt alles angehen lassen. Geben jetzt dazu Paprikapulver. Weg von der Hitze, ganz wichtig. Nicht mehr auf der Hitze bleiben. Weg von der Hitze, durchmischen. Einen Schuss Essig rein. Passt immer dazu, wer will, kann auch einen Weißwein geben. Aber am besten ist der Essig. Und dann gießen wir es auf. Jetzt habt ihr Rindsuppen, ein Wasser geht auch mit ein bisschen Pulver und einem Fond. Aufgießen, lassen wir jetzt 10 Minuten köcheln, geben dann noch Oberst dazu und dann mixen wir es. Herrlich. Oberst rein. Einmal aufkochen und dann gehen wir schon mixen.
Und die Soße kann man sich immer vormachen. Die Soße, die halt im Kühlschrank 2-3 Tage oder es riecht es einfach her, könnt ihr eigentlich eingefrieren. Immer eine gute Soße, eine Basis für jedes Schwammerlgulasch oder vielleicht können wir irgendwann einmal ein Kalbsraumgulasch machen. Machen wir mit dem gleichen Grundsoßenansatz. Ich gehe jetzt mixen und wenn ich komme, dann machen wir das Gulasch fertig. So, jetzt haben wir sie gemixt und genau so schaut die noch aus. Sämig, ohne Mehl, ohne alles. Wir haben da eine Bindung drinnen. Jetzt brauchen wir einfach ein kleines Gürtel. Nehmen wir uns ein bisschen von der Soße raus. Brauchen wir einen Schöpfer, man kann da, das ist wurscht. Tja. Kochen da einen Teil auf. Hopp. Kochen die auf und geben da jetzt nur noch die Schwammerleine. Schwammergulasch, keine Hexerei. Und schmeckt die Frische der Paprika. Herrlich. Ein bisschen Würzen noch. Und jetzt da eine, die Eierschwammerl, schau her. Hopp. Ui, schau her. Jetzt da eine. Nochmal kurz aufkochen. Da sieht man das Wasser nochmal, wie es drinnen war in die Eierschwammerl. Ja? Das ist alles weg, das sind Bitterstoffe. Das wollen wir nicht. Kochen wir das da auf. Was hast du alles dazugeben, Alexander? Salz und Pfeffer, da brauchen wir schon nichts. Wenn du willst, daheim könnt ihr auch einmal mit dem Pulver auch helfen, ist überhaupt nichts Verböhntes. Jetzt das Ganze da her. Jetzt richten wir es in einen tiefen Teller an. Schwammerlgulasch, das ist nur ein schönes Schwammerl da rein. Ja. So, da oben drauf. Ein bisschen Sauerrahm. Passt immer. Bisschen Säure, Beilagen natürlich, je nach Geschmack, vielleicht machen wir dann einmal einen Knödel, was auch immer. Schöne Blume drauf, hopp, Kapuzinergässeblumen. Ich glaube, das ist ein Gericht, was uns schmecken wird. Super, viel Spaß beim Nachkochen.